So, fangen wir an. 17 Uhr habe ich gesagt. Wir spielen Battletoads. Heute rausgekommen, ist im Microsoft Game Pass drin. Microsoft hatte mir vor ein paar Tagen schon Zugang gewährt, aber ab heute darf man erst zeigen. Ich glaube, seit heute Morgen um 9 Uhr. Und wir spielen einfach mal ein bisschen. Ich denke mal, die ersten beiden Stündchen. Es ist alles comicartig gezeichnet. Wer es nicht kennt, Battletoads ist eigentlich 29 Jahre alt. Früher habe ich es auf dem SNES gespielt, wurde auch schon im Chat gesagt in Twitch. War auch ziemlich anspruchsvoll und ziemlich schwer. Will ich mich noch recht entsinne an früher. Ja, aber es ist immer so dieses, ne, als Kind findet man alles ein bisschen schwieriger. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, also selbst der Kacknoob könnte das wahrscheinlich schaffen. Und man kann zu dritt spielen. Theoretisch. Aber wenn man alleine spielt, kann man alle drei spielen. Das werdet ihr übrigens gleich sehen, wenn wir ein neues Spiel anfangen. Theoretisch kann man im Couch-Koop, aber es kann auch jemand dazu springen. Das sind unsere drei Kampffrösche. Ist eigentlich egal, wenn du auswählst. Weil ich alleine bin, kann ich eh zwischen allen drei wechseln gleich. Deshalb nehmen wir einfach erstmal den coolen. Aber es ist schon echt schön gezeichnet. Aber halt, Humor ist krank. Also Humor ist krank, vom ersten Kapitel kann ich dir das sagen schon mal. Kann ich das euch schon mal sagen. Nein, du kannst auch dazu springen. Also es ist nicht nur Couch-Koop, sondern du müsstest auch über Microsoft, über das Live-Tool bei anderen mit reinspringen können. Und ja, Toad ist Kröte und nicht Frosch. And no one can tell me to wear a shirt. Oh no! It's the mega famous Battletoads, including Zitz, the leader, Pimple, the strong one, and Rash, the sunglasses one. Don't forget Best Kisser! Enough talk! It's time to... Best Kisser? Why are you the Best Kisser? Maybe because I practice on my hand all the time? That just means you're the best at kissing your hand. Come on, there's more girls outside. Jack. Du, 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 du. Alles ist in Abschnitten unterteilt übrigens. Es führt einen auch leicht ran. Also es gibt auch Kombos. Dazu kommen wir noch nachher. Oben sehen, was man auch so noch einsteigen könnte. Wobei, das ist für mich jetzt zum Beispiel der Wechsel. Und umso länger ich nicht getroffen werde, umso mehr Punkte kriege ich in den Abschnitt. Da unten haben wir auch übrigens den Rang des aktuellen Abschnitts, aber ich mit meinem Kopf drüber, ist eigentlich gerade B. Ich muss mich gleich ein bisschen verschieben noch. So, weil theoretisch kann ich jederzeit wechseln zwischen den drei Kröten. Jetzt sagen wir Kröte und nicht mehr Frösche. Wodurch man die Kombos verlängern kann. Also es hat schon einen gewissen Anspruch trotzdem. Gegner können sich blocken, beziehungsweise können blocken. Die muss dann erstmal durch den Block schlagen. Na? Nein, nicht beitreten mit Tastatur. Entweder habe ich es gerade geschafft, dass mein Controller nicht mehr erkannt wird, oder irgendwas anderes Doofes passiert. Vorführeffekt. Genau, B halten und mit dem Fuß ins Gesicht treten. Da oben war übrigens ein Bonus, den ich einsammeln müssen mit meiner Zunge. Das kommt nämlich nachher auch noch. Jetzt wird Ausweichen erklärt.
Und jetzt gerade sehen wir nämlich das Problem, dass er aus irgendwelchen Gründen ständig denkt, ich habe die Tastatur dran. Beziehungsweise ich würde mit Tastatur spielen. Komisch. Genau, da ist das Ausweichen. Naja, es ist lustigerweise linke Maustaste halten und es geht weiter. So, Moment, nicht weiter. Jetzt kommt nämlich das mit den Zungeneinsatz. Dann kann ich mich Fliegen sammeln, die in der Umgebung sind und damit meine HP auffüllen. Sehr wichtig. So, ich verschiebe mich mal eben noch ein bisschen. Damit man sehen kann, wie schlecht ich bin. Join my gang or die. We offer competitive wages, dinner insurance, and paternity leave. No way, Dorkshank. Then die. So gesehen der erste Boss. Den müssen wir im Moment nur ausweichen. Und glaubt mal, beim ersten Mal habe ich hier schon ein bisschen... Also ich habe ja diesen Abschnitt schon gespielt, deshalb kann ich mich relativ gut anstellen. Na komm. Ich habe immer das Gefühl, dass die Steuerung so ein bisschen hakt. Übrigens ist es auch ganz nett, wenn du alleine spielst und zwischen den Leuten wechselst. Jeder hat so einen Cooldown, dass er wieder ins Spiel rein kann. Also wenn meine Kröte HP-technisch auf 0 fällt, zieht er sich halt zurück. Du kannst eine andere Kröte spielen. Wenn alle drei aber ausfallen, bevor irgendeiner mit dem Countdown fertig ist, kannst du mit dem nicht mehr weiterkämpfen. Also beziehungsweise dann verlierst du so gesehen erst einen Lebenspunkt wirklich.
Oh, ich habe einen übersehen irgendwo. Da oben. Hallo Tucker. Jetzt lernen wir, dass wir mit der Zunge Gegner ranziehen können. Oder uns zu Gegnern. Aber sich an die Steuern gewöhnen dauert erstmal. Also ich bin schon ein bisschen besser, als ich das erstmal gespielt habe. Aber dadurch, dass du halt relativ viel Tasten mal halten musst, wie LT oder RT, um dann zu rennen oder um auszuweichen, ist das halt schon Gewöhnung. Der hat seinen Angriff geändert, jetzt stürmt er auf mich immer. Und keine Sorge, wir begegnen ihm mehrfach. Unseren Pork Shank. Das ist natürlich eher ein Spiel, was man zu dritt spielt. Gibt übrigens 4 Kapitel, glaube ich, zu 6 Abschnitten. Und das ist jetzt im Moment immer noch der erste. Wurde leider einmal getroffen. Und ja, die Musik ist besser als früher. What is that pitch problem? Besides punching too slowly. Nice one. Und es hat wirklich eine Geschichte übrigens. Das kommt noch dazu. Jetzt will mir das Spiel erklären, dass man mit den anderen halt einsteigen kann. Ja.
auf die Fresse. Ich weiß gar nicht, was für Tiere das sind. Was sind die natürlichen Feinde von Kröten? Eigentlich Störche, oder? Ich glaube, das sollen Ratten sein. Das andere sind kleine Schweine. Also die auf den Surfbrettern. So, jetzt ist nämlich einer von meinen, so gesehen, tot für den Moment. Und braucht eine gewisse Zeit zum Regenerieren, bevor ich den wieder verwenden kann. Das, was ich vorhin erwähnt habe mal. Spezialangriff. Obwohl der Dicke ist nicht mein Liebling. Schönen guten Tag, Micha. Give up, Porkshank. There's three of us and only one of you. Yeah? Well, there's still three of us. Ich kenne dich schon so gut. Au! Nicht in mein Gesicht! Und das war jetzt alles nur Prolog. Also es ist eigentlich storytechnisch, man kommt ja einfach hier rein, es ist ja noch gar nichts gemacht. Das fängt erst nach diesem Kapitel an. Upsala. Der Sound ist super. Zu viel Speck. And so I finally pass into the afterlife. Wait, there's nothing here. Make the most of the time you have. Yikes. I don't think he's coming back this time. Well, sucks to be him. On with the celebration! Weil es wirkt ja alles ein bisschen diffus. Warum sind die Kröten da? Warum werden die gefeiert? Warum gibt es Mount Rushmore von ihnen? Warum können Kröten fliegen? I forgot we can fly. Yep. Everyone loves us. Now we can fly! The universe revolves around the Battletoads! Chant with me! We are gods! We are gods! We are gods! What the
Tony, cut the work! There's friggin' frogs in here! Who is this guy? Hang tight, frogs. We're gonna get you out of that bunker. Bunker? We are gods! We are... No. No, not this time. Just me. Übrigens, alle Zwischensequenzen wirklich, als wenn es eine Zeichentrickserie ist, gezeichnet. Werdet ihr jetzt aber auch sehen in der ersten Sequenz. Das ist halt schon echt gut gemacht. Finde ich. Jeder Geschmack ist natürlich ein bisschen anders.